Infrakamera, hinter der Mobilskamera. Was geht, Leute? Und das Klima rastet aus. Ja, Klimaerwärmung, wir merken, Global Warming is coming. Und deswegen werden wir uns heute an einen krassen See begeben. Mit dieser Wasserrutsche und vielen anderen aufblasbaren Dingen, die zum Spaß dienen. Mit diesem Vlog hier nehmen wir euch heute mal durch unser Leben, durch einen Tag. Es wird eher ein chilliger Tag, muss ich sagen. Also wir werden grillen, wir werden was mit Freunden machen, wir werden Musik hören. Spaß, Leute. Fahren, Sommer. Fahren, fahren. Fahren, fahren. Give me fun, fun. Okay, ich würde sagen, wir gehen los. Unsere Freunde warten unten. Und dann fahren wir auch schon los, oder? Ja, ich habe noch eine Überraschung für Ende des Videos. Für Kim und auch für euch. Also wir fahren jetzt noch das Paket kurz abholen und später werden wir das an und aufmachen. Also nicht am See, sondern wenn wir wieder zu Hause sind, oder? Freust du dich? Ja, ich bin also wirklich, sonst stalk ich auch immer, was du auf Amazon bestellst und so, ne? Aber wirklich, das habe ich jetzt nicht gemacht. Okay, sprint, 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 sprinte! Ich schwöre, bist du behindert? Ich habe Maurice gesichtet, aber er hat kein Paket in der Hand. Das ist ein sehr schlechtes Zeichen. Einfach nicht da, Alter. Ich war gestern schon da, da meinte sie, ich soll morgen wiederkommen und der Typ meinte, ja, vielleicht ist es im Auto oder so liegen geblieben. Ey, richtig Absturz jetzt. Maurice hat gerade sein Kind abgeholt. Ey, Bock auf eine Wassermelone? Nee, mehr auf Wasser und Melone. Einzeln aber. Auf jeden Fall sind wir vollstens ausgerüstet. Wir werden fett grillen, fett auf Wasser rutschen und einfach den spaßigsten Sommertag unseres Lebens haben. Oh, mein Gesicht juckt so. Wo soll ich kratzen? Bleib mal stehen. Hallo, sehe ich irgendwie aus wie so ein Kaktus, an dem man sich kratzen kann? Eigentlich sehe ich wirklich ein bisschen aus wie ein Kaktus. Das ist mein Casual. Sieht aus wie Kacke. Wir sind jetzt on the way to the See. Wir haben ein bisschen was dabei, ne? Ey, es ist so heiß. Ja, die Sonne scheint auch ganz nice. Da vorne geht meine bessere Hälfte. Also die Hälfte von der Wassermelone. Das ist Spaß. Wir sind auf jeden Fall am See angekommen. Es ist very beautiful und es war so heiß, dass wir es nicht aushalten konnten und sofort reingesprungen sind. Wir haben einen richtig nicen Grill. Robin und Evelyn sind auch dabei. Was geht? Hi. Wir haben richtig tolle, spaßige Aktivitäten hier mitgebracht. Aber, Alter! Wow! Ey, Maurice sieht richtig aus wie Tarzan in diesem... Drehst du gerade das Dschungelbuch? Oh mein Gott. Also, die müssen versuchen, den Frisbee zu fahren. Die Person, die fängt, muss der anderen einen Kuchen backen. Das sah sehr witzig aus. Es war ziemlich synchron. Hinstellen geht auf gar keinen Fall. Okay, es geht immer noch um den Kuchen. Runde 2. 3, 2, 1. Beide nicht gefangen. Ich hab sie. Timmer muss leider aus der Luft fangen, aber danke für deine Bemühungen. Oh, der Grill ist gleich fertig, Leute. Ich habe so einen riesen Hunger. Okay, Maurice Auftrag ist jetzt zu surfen. Er ist richtiger Surferboy und deswegen surft er jetzt auf dieser Luftmatratze neben dieser vollgeschissenen Windel. Oh! Ey, es sah sogar cool aus. Oha, also das war auf jeden Fall schon mal viel weiter als du, Maurice. Ja, ich habe auch gespannt. Alter, du bist unnormal schlecht. Abgerutscht. Mach was richtig cooles. Ey, das war richtig cool. Okay. Ey, ich bin so aus dem Wasser geklatscht. Maurice kann richtig krasse Tricks. Oh! 3, ich hab Angst. 2, 1. Also falls ihr mich buchen wollt für Surfkurse und so, ich biete die immer gerne an. Ne? Wir waren auf jeden Fall echt sportlich aktiv, ne? Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, so viel Sport. Und ich würde sagen, es wird Zeit zu grillen. Yeah? Summer and grillen is the best thing on earth. Wir haben auf jeden Fall richtig nice eating things gekauft. Ganz vegan, Maiskolben, Grillfackeln und wir fackeln jetzt nicht lange und grillen die. Nice. Hallo, kannst du bitte nicht alles essen, bevor wir... Also für alle Türken und euch, Tojuk ist echt das Allerbeste. Ey, das ist einfach der perfect summer day. Yay! Guten Fuden, ne? Guten Fuden! Ey, wer von euch kennt Grillfackeln? Das sind einfach die besten. Best! Ich habe mal so eine richtig geile Wasserrutsche gekauft. Die ist echt richtig geil. Nur leider braucht man einen Gartenschlauch dafür. Aber wir versuchen es jetzt einfach mal hinzulegen und mit ein paar Wasserflaschen nass zu machen. Ey Leute, das ist richtig steil. Wenn man hier so reinrutschen kann, wäre das richtig brutal. Er strengt sich richtig an. Er gibt sich richtig Mühe, Leute. Und geht es gut? Nee, es wird niemals funktionieren. Glaubst du nicht? Sieht aber richtig slippery aus. Ey, macht das Spaß? Ja. Ich will auch immer. Ey, das war voll wackelig. Also wir versuchen das gerade hier zu optimieren. Wir haben sogar einen richtig
richtig delicious Donut bekommen von den zwei süßen Mädels. Und wir wollen jemanden grüßen. Ina, Larissa, ich grüße euch. Schöne Grüße an Ina, Larissa, an euch. Ihr verpasst hier den spaßigsten Sommertag des Tages, des Jahres. Ja. Wir haben das Ganze optimiert. Johannes wird jetzt einfach, währenddessen ich rutsche, zweimal, also wird halt so Wasser runterlaufen lassen, damit es richtig rutschig wird. Bin mal gespannt. Ja, sehr gespannt. Okay. Aua! Aua! Und wie war's? Hat Spaß gemacht? Aber hat Bock gemacht. Ja! Sieht nach dem ultimativen Spaß aus. Kim versucht jetzt mit Anlauf. Das ist ein Donut, da ist ein riesiges Loch drin. Ja, ich weiß, wie ein Donut funktioniert. Mach. War doch kein Anlauf. Eins. Zwei. Ja, ich lebe. Hat es weh? Nee. War das fast eine Seite? Nein. Okay, eins, zwei. Ich stand sogar fast, habt ihr das gesehen? Das hat richtig Bock gemacht. Wir haben eben noch ein bisschen Frisbee gespielt. Hey, immer ein kleiner Snack mit zwischendurch. Und diese Nektarine ist auf jeden Fall ein sehr guter Vitamin. Ich weiß echt nicht, warum heute die ganze Zeit Sachen auf mich drauf fallen. Wir haben ihn übrigens Kack-Ass genannt. Okay, wir machen jetzt ein Duell. Einmal Kim und Kack-Ass und Robin mit der Luftmatratze. Einfach einmal gegeneinander laufen und... Kim? Okay. Wer stehen bleibt, gewinnt. 3, 2, 1... Robin ist der Gewinner. Ey, warte, das hat... Nochmal. 1, 2, 3. Ey, ich bin nicht umgefallen! Yeah! So ein Kack-Ass, ne? Wir hatten auf jeden Fall unnormal viel Spaß, auch wenn es nicht so ganz geklappt hat. Und jetzt fahren wir erstmal wieder nach Hause. Und dann, weil wir ja nicht schon genug Strand hatten, fahren wir noch zu einem anderen Strand. Und den werdet ihr auch noch sehen. Wir sind gerade wieder zu Hause angekommen und ich sehe schon richtig müde aus, Leute. Wir haben uns so viel im Badezimmer... Ich bin richtig müde und wir haben uns so viel bewegt im Wasser. Jetzt werden wir noch an unseren City Beach gehen und vielleicht ein fancy Drink trinken. Ich finde es immer so cool, wenn fancy Drinks fancy aussehen. Weil dann sind sie fancy. Let's go to the beach, eat, let's go away. So Leute, ich habe heute den ganzen Tag mein Handy vergessen, aber der Typ von diesem Hermes-Shop, ich habe dem vorhin meine Nummer gegeben und der hat mich angerufen. Also mein Paket ist auf jeden Fall da, aber es ist jetzt schon 20 Uhr und ich war eben nochmal da. Der Kiosk hat leider schon geschlossen, deswegen müssen wir morgen früh hingehen und du musst noch eine Nacht auf dein Geschenk warten. Hä, ist das wirklich ein cooles Geschenk? Ja, ich find's cool. Hä, wirklich ein richtiges Und ihr werdet es auch cool finden. Hä? Es ist eher so was Praktisches, nicht so was Süßes. Ah, diese Vagina, womit ich überall hinpinkeln kann. Hast du Bock auf hausgemachtes Eis? Nee. Es wurde mit einem Haus gemacht. Ja, die haben das Dach so da als Löffel. Das ist perfekt für einen Sommertag, das darf nicht fehlen. Wie konnten wir das vergessen, Marie? Hallo, du musst anstoßen, bevor wir essen, Mann. Was ist mit dir? Hast du noch gedacht? Nein, du stoßt mit mir an. Nein. Los, sonst hau ich dir das Eis in dein Gesicht. Mach ich nicht, ich esse es lieber. Sieht ein bisschen aus wie ein Mikrofon, ne? Ich habe früher mal Hannah Montana geguckt. You've got the best of both worlds. Chillin' out, take it slow. Then you rock all the Kim, show. Kim, jetzt sei leise. Gut. Wir sind jetzt hier am City Beach. Ich bin wie so eine Moderatorin mit meinem Mikrofon texte. Ja. Wir berichten hier gerade live von weißem Sand und Leuchttürmen. Und wir trinken jetzt noch ein Frozen Slush Eis mit Beeren. Richtig geil. Und dann sehen wir uns morgen früh wieder, wenn wir das Überraschungspaket von Maurice für mich holen. Und für euch. Ich bin echt gespannt. Ich glaube, ich kann heute gar nicht schlafen. Good morning out of the Shoe Street. Yeah. So, ich gehe jetzt zum dritten Mal zu diesem blöden Paketshop und hoffe, dass jetzt endlich das Geschenk da ist. Ich hoffe zum dritten Mal, dass ich ein Geschenk bekomme. Ich freue mich so sehr darauf. Also du wirst es gleich sehen und du wirst dich auch freuen. Okay. Weil uns das so viele Probleme ersparen wird. Okay. Keine Ahnung. Surprise, surprise. Kann ich es jetzt aufmachen? Wir machen zu Hause auf, okay? Alright, let's go. Run. We're back here with the Paket. Nicht so doll schütteln, Kim, Mann. Es kann kaputt gehen. Was? Ehrlich? Okay. Der heilige Gral. Darf ich es jetzt öffnen? Ja, los. Die Heiligtümer des Todes. Ein Unsichtbarmachanzug. Immer vom Körper weg. Wow. Das ist ja eine tolle. Du freust dich nicht. Ich freue mich. Du freust dich nicht. Ich freue mich wirklich unnormal. Hä, wie chillig. Ey, ihr müsst wissen, unser Mikrofon ist eine richtige...
wirklich nennt. Das hängt eigentlich immer nur so daran, weil es nicht mehr richtig funktioniert und deswegen. Hä? Wie fett ist das, Maurice? Boah, das ist, wir sind ein richtiges Fernsehteam jetzt, oder? Dankeschön, das bedeutet, ab jetzt werden unsere Videos noch besser von der Soundqualität. Geil! Leute, ich habe die ganze Zeit von Mikrofon gesprochen mit dem Eis. Dankeschön. Es ist wirklich übel nützlich, Leute, das Video von heute. Es konnten so viele Szenen nicht mit reingenommen werden, weil irgendein Geräusch uns einfach auseinandergenommen hat. Der Ton war einfach mega scheiße, ungefähr so. Hey, er kommt! Es waren so witzige Szenen und wir konnten sie einfach nicht mit reinnehmen. Wir sind so durch die Dings gesprungen. Es war so witzig. Aber ja, deswegen hoffe ich, dass wir damit jetzt auf jeden Fall besser arbeiten können. Und ob das wirklich einen großen Unterschied macht, seht ihr im nächsten Video. Deswegen seid beim nächsten Mal dabei, schaltet ein und abonniert diesen Channel, aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein, peace. Danke schön an Maurice. Noch eine Kadel. Schöne Grüße geht raus an Kaninchenparty. Er, sie, es, irgendwas hat geschrieben. Ihre Witze sind manchmal so schlecht, dass sie wieder lustig werden. Aber trotzdem finde ich die meisten echt nicht lustig. Sorry, Kim. Sehe ich übrigens genauso. Ich finde meine Witze lustig. Peace out rein, ciao.